Grüße euch. Wir haben hier bescheidene Lichtverhältnisse auf der LAN. Ich zeige euch das kurz mal. Guck mal hier. Na? So. Das kennen die Älteren von euch noch. Das ist auch so eine richtige LAN-Party. Guck mal. Nehmt euch jetzt mal mit, die Verbindung wird nicht so richtig gut sein, weil wir hier auf der Messe sind. Das nehmen wir heute aber einfach mal so hin. Ich halte euch mal hoch. Ja. Und guck mal, ich habe auch Menschen gefunden. Hallo Berlin Dude, grüß dich. Und Holy, auch schönen wunderschönen guten Tag. Losing Data, hello. Ich habe mich doch beim letzten Mal angemeldet. Ha? Ich kotze. Das Ding ist, es kostet pro Schießung 2 Euro. Und mein Passwort ist in diesem Ding. Das heißt, ich habe keine 2 Euro. Und wenn ich das jetzt aufschließe, habe ich mein Passwort, aber dann kann ich mir zuschließen. Das ist eine fiese Live-Übertragung. Ah. Bestimmt wird der Alert nicht abgespeist. Sonst stört so mit niemandem. Doch, doch. Der wird abgespeist. Dankeschön für die 100 Bits. Hat man das gut gehört? Ihr lauft nämlich jetzt über den externen Lautsprecher. War das gut hörbar? Ansonsten muss ich es lauter machen. Ansonsten muss ich es nämlich... Euch fehlen 2 Euro. Ja, das stimmt. Aber ich wollte jetzt nicht zeigen, da an welchem Schießfach wir ganz genau sind. Guck mal hier. Ihr seht wahrscheinlich nur einen Haufen Schlieren jetzt gerade, wegen der Lichtverhältnisse. Aber das ist die totale... Das ist die totale LAN-Party-Romantik, die hier ist. Guck mal, war leise. Warte, ich geh mal. Ich bin jetzt mal auf maximaler Lautstärke. Es ist wahrscheinlich jetzt unangenehm laut für alle, die das anhören wollen. Also zumindest für mich. Aber ich habe die Hoffnung, dass ihr die Alerts hört. Guck mal hier. Ganze Hotel-Feeling. Haben manche eine Mikrowelle am Platz? Könnt ihr mal gucken. Könnt mir vorstellen, dass so Mikrowellenplätze sehr beliebt sind auf LAN-Partys. Jenny, grüß dich. Guck dir das an, ey. So haben wir früher nicht zocken können. Mit 4 Monitoren, sowas gab es damals gar nicht. Wir gucken mal, wenn es Leute gibt, die eine Mikrowelle dabei haben, dann fragen wir die einfach, ob sie die nicht mal anmachen wollen. Und dann gucken wir hier zu, wie das Licht ausgeht. Mal hier, guck mal, hier ist Gandalf. Ich sehe dich, Hakon, toller Hut. Was? Ach so. Ja, danke schön. Achtung, dieser Streamer entwendet gerne Hardware. Ihr könnt live zusehen, wie euer Equipment verlost wird auf. Guck mal, Chat, was ich gefunden habe. Guck mal. Hi. Ich habe Amaya gefunden. Hallo, ihr. Das geht voll auf den Arm, das die ganze Zeit sozusagen. Das glaube ich. Aber es sieht sehr professionell aus hier. Ja, so zwei Handys. Aus dem Weg, Pöbel. Hier kommt Hartjun. Ich nehme auch Irlebitz entgegen. Dankeschön. Arthur, dankeschön für 34 Monate. Leute, hat irgendjemand von euch Kleingeld dabei, zufällig? Wir bräuchten 2 Euro. In Echtgeld, bitte nicht in Krypto. Bitte, Adresse, wie war die Adresse nochmal? Leipziger Messe. Okay, per Eilbrief dann bitte. Wir warten hier. Ja. Hallo Freak Brother, ich hab's predicted, Chaka. Gut, wenn du es predicted hast, Omega-Tür, frage ich mich, warum wurde da nichts unternommen? Klauen, klauen, nicht klauen, so. Den Wagen vom Bo. Versicherungsbetrug. So. Hier bitte. Ja. Ach, okay. So, dankeschön für die 200 Bits, Arthur. Arthur, so. Du bist gerade schöner geworden. Hast du das gemerkt? Arthur, du kommst morgen, ne? Bitte bring Kleingeld mit. Wir brauchen das dringend. Wir brauchen 2 Eus. Am besten so eine ganze Rolle. Kein Problem. Okay. Das Ding ist, hier gibt's so Schließfächer. Pro abschließen. Das heißt, jedes Mal, wenn man ran muss, zocken die einen ab. Und die nehmen nicht mal Kreditkarte. Was soll denn das? Pock. Poggers. Was sollten die denn so für Währungen akzeptieren, deiner Meinung nach? Rubel? Nee, also an sich, was sind denn so richtig... Also Bitcoin. Ich habe mal gesehen, du kannst bei Lieferando oder so... Ja, was denn? Demokratie funktioniert.
Wäre halt cool, Hakon vielleicht... Hakon ist doch sächsischer Meister in Maßkrokeben. Ja. Der ist vom Fach, wenn es ums Halten geht. So fühle ich mich auf jeden Fall gerade. Danke für die 100 Bits. Das, man kann das jetzt nicht sehen, aber mein Arm ist durchgehend angespannt. Ne? Er zittert sogar. Ich zittere wirklich. Wir könnten für idealeres Licht dahin steppen. Das könnten wir machen, ja. Dann, komm. Da sind wir Softlighting-mäßig unterwegs. Oh, guck mal, ich hab noch mehr Leute gefunden. Da ist Rion. Hallo, Chat. Hallo. Ich mag euch. Vor allem Wolf, D. Kain, Berlin Dude, Spriggan, Arthur und Podmod. Podmoth the Moon. Pod M. Hallo. Pod M. Meine Kamera. Ah, Küsschen. Ja. Warum sieht denn dein Bild so superflüssig aus? Weil ich die besseren Einstellungen habe. Das habe ich beim letzten Mal schon 120 gesagt. Bilder die Sekunde bestimmt. Das kann man ja auch gar nicht einstellen, oder? Mein Handy ist einfach besser als muss mal kurz die. Das wird wahrscheinlich die Belichtungszeit sein. Oh ja, das wäre geil. Warum habe ich niemand, der das... Ich bin jetzt dein Ständer. Oh, das klang falsch. Ich brauche einfach jemanden, der den Stream für mich so vor mir... Genau. Kamerafrau. Guck mal hier. Ich habe ja hier auch das Mikrofon, von daher, du musst ein bisschen höher halten. Ich muss eigentlich nur das machen. So genau, perfekt. Und jetzt gehen wir einfach so komplett über die Messe. Warte mal, wenn ich... Was soll da schon schief gehen? Wer braucht schon Gimbal, wenn man mich hat? So ist das gut, oder? Das ist super. Du bist einfach überqualifiziert. Als hätte ich es beim Fernsehen nie aufgehört. Ja, guck mal, ja, das kann ich nicht mit ansehen. Nein. Das kann ich ja gar nicht mit ansehen, hier die Sklaverei. Wollen wir uns ein bisschen bewegen? Ich will erstmal kurz Transmission. Kann man dir was helfen? Ach so, laufen. Ich möchte deinem Stream etwas anmerken. Okay, ja, gerne. Falls jemand von euch Pokémon Go spielt, hier gibt es einige Stops mit einigen Aufgaben. Ah, aber stimmt. Hier sind irgendwie Lokmodule aktiv, oder? Ja, Lokmodule sind hier aktiv. Kann man hier einen Gyarados fangen? Gyarados habe ich in der Ankündigung nicht gesehen. Aber dann bin ich nicht interessiert. Sind die selten? Aber Porygon und Incognitus soll es hier geben. Aber solange es kein Fleckmon gibt, ist alles verloren. Ja. Aber die sollen anscheinend in der... Also die Stops befinden sich eher zum größten Teil in der Entertainment-Area. Okay, wollen wir uns generell ein bisschen bewegen? So, Amaya, was sehen wir denn jetzt hier gerade? Also wir sehen hier Gamer in ihrer natürlichen Umgebung. Ich finde es übrigens unglaublich autistenfreundlich, dass hier einfach komplett alle Lichter ausgeschaltet sind. Ich liebe es. Ne? Und was autistisch freundlich ist, ist auch gamerfreundlich. Das wissen wir, denn diese beiden Lebensformen ähneln einander doch häufig. Es gibt Überschneidungen auf beiden Seiten. Hier haben wir den regulären Counter-Strike-Go-Spieler zu unserer Linken. Auch eher oldschool. Auch eher, ja, es gibt einen neuen. Es gibt jetzt, ja, aber die benutzen noch die vom Veranstalter mitgebrachten Stühle. Weißt du, der eine oder andere hat ja hier seinen Lieblings-Gaming-Stuhl auch mitgebracht. Guck mal hier. Schade, dass die... Das ist romantisch. Das ist hier blaues Licht, ne? Okay, ich gebe dir 10 Euro, wenn du damit jonglierst. Ich habe leider nur eine Hand frei gerade. Verstehe. Was tut es? Es leuchtet blau. Ja. Leuchtet es blau? Ich weiß es nicht. Mal hier ist Tageslicht. Wow. Deins ist besser zu verstehen. Du hast deine Haare drüber. Ja, ja. Meins ist so ein bisschen... Ja, es wird durch den Bart gefiltert. Der schluckt alles. Der ist so massiv. Deshalb trage ich es ja extra am Rucksack. Übrigens, Leute, ihr wisst gar nicht, wie schön dieser Bart im echten Leben ist. Ne? Also ich muss mich auch beherrschen, mich durchzufahren. Das ist auch gar nicht so zu empfehlen. Ich habe da nämlich Wachs reingemacht. Dann hast du den ganzen... Deswegen glänzt er so schön. Da hast du so klebrige Hände, wenn du das machst. Hm. Vielleicht will ich das sehen. Danke, Talk, weiß, wie schön der Bart ist. Dankeschön fürs Optimieren. Sehr gern. So. Habt ihr auf uns gewartet? Da ist ja Rion. Guck mal, da ist der Rion, ihr Chat. Komm. Rion, ihr Chat? Guck mal, Chat, da ist ein anderer Chat. Stellt euch vor und seid nett zueinander. Hast du deinen Chat an der Leine? Nein, der beißt nicht. Das sagen sie alle. Der will nur spielen. Guck mal, Chat, da seid ihr quasi im Chat drin. Ihr könntet theoretisch den anderen Chat öffnen und dann habt ihr zwei Streams offen. Dann habt ihr einmal die Selfie. Chat und Chat. Einmal den Selfie-Blick und einmal den... schön. Das ist ja unangenehm. Können Sie bitte du hast auch aber reine Haut. Waren deine Eltern Wikinger? Wollen sie reinhauen? Hallo, anderer Chat. Ich seid ja süß.
Ich bin jetzt hier. Ich werfe deine Zuschauer ab. Wie gefällt dir das? Naja, wir können uns die ja teilen. Ich brauche die ja nicht immer. Und zur Not geben wir alle zu Neitern. Boah, guck mal, das da hinten sieht ja fancy aus. Du hast dieser Pavillon da in der Ferne. Man sieht ihn jetzt im Stream nicht so gut. Aber der leuchtet rot. Sieht sehr romantisch aus. Hallo Hakon-Chat, sagt Berlin Dude. Hallo Berlin Dude. Wollen wir unter dem roten Pavillon tanzen gehen? Ich habe hier noch nie live getroffen. Lass uns mal gucken, was dieser rote Pavillon da anbietet. Der Boah, die spielen Anno. Kaviar-Pavillon. Wir werden viele Dinge spielen. Da spielt eine Elden Ring. Stellt euch vor, ihr geht auf eine LAN-Party. Boah, Hackstock. Und spielt ein Einzelspiel. Gleich passiert's. Ja, aber tatsächlich, ne, der Gedanke, auf eine LAN-Party zu gehen. Und dann mit mehreren hundert Leuten. Und dann spielst du irgendwie, weiß ich nicht. Dieses Pinball-Spiel, was bei Windows installiert ist. Also, ich glaube, man kann bei Elden Ring, glaube ich, Koop spielen. Aber halt nur Koop, mit einer Person oder so. Warum gehst du zu einer LAN mit irgendwie 600 Leuten? Das sieht hübsch aus. Bis morgen. Die spielen Rust, guck mal. Deswegen rot. Aber das sieht auch ein bisschen professioneller aus, was da passiert. Ja, das ist Team, guck mal, Team Fabulous ist das. Deswegen sehen wir so fabulös aus. Bevorzuge Stream bei dir, lieber ordentliches Bild mit weniger FPS. Na also. Sehen Sie wohl. Team Fabulous, also für mich ist Team Fabulous, guck mal, hier gibt es sogar, wenn wir mal hier so reingehen, sehen wir quasi, dass hier noch mit Liebe zum Detail wird hier noch gespielt. Hier sind schon die ersten Ausfallerscheinungen, das wäre mir peinlich. Das ist doch erst der zweite Tag zocken. Da kann man doch nicht schlafen. Was ist denn das? Ich war mal auf einer LAN-Party und ich habe einfach 50 Stunden nicht geschlafen. Das macht man ja auch eigentlich nicht. Also nee. Ich hatte auch Kumpels, die waren auf LANs und die haben Freitagmittag haben die sich hingesetzt. Sonntagmittag sind die aufgestanden, wurden von den Eltern damals noch abgeholt und dann aber auch ab ins Bett. Aber bis dahin keine Pause. Hat schon jemand Streit mit Tanzverbot angefangen? Nee. Doch, wir wollten meinen Kuchen nicht essen. Also ich hab mich mit Hansi kurz unterhalten und wir haben uns sogar gefreut, dass wir beide das gleiche Setup haben. Gibt es eine Halle 8? Nee, hier gibt es, glaube ich, maximal 5 Hallen oder so. Der ist zu massiv. Hakons Bart? Ja, der frisst das Leder. Das alles und noch viel mehr. Wenn ihr die Alerts jetzt triggert, dann gucken alle Leute auf Hakon. Also wenn ihr wollt, dass Hakon sich schämt, dann müsst ihr einfach nur Geld raushauen. Hi Quimet, grüß dich. Das ist doch hier ein kapitalistisches Ding. Das ist kapitalistisch, super kapitalistisch. Weil bei mir sage ich immer, die sollen nicht donieren. Aber bei dir? Ja, bei mir hängt ja auch meine berufliche Existenz da dran. Ich mache das ja gar nicht für mich, Amaya. Da geht es ja auch darum, dass ich dem kleinen Hund ein schönes Zuhause bieten natürlich, kann. Ja, natürlich. 50% der Einnahmen gehen an Mr. Hund. Natürlich. Mr. Hund ist Broker, falls du es nicht wisst. Arbeitet an der Börse. Ist sehr erfolgreich damit, aber braucht natürlich ein Grundkapital, mit dem er dann auch... Richtig, genau so. Genau. Passives Einkommen. Genau. Yep, Shake. Amaya und Hakon müssen öfter Koop-Stream machen. Ich dachte schon, du sagst jetzt Koch-Stream. Würden wir sehen, dass Mr. Hund bei dem ganzen Karottenkonsum orange geworden ist. Aber Covid existiert doch gar nicht mehr. Ich glaube, du bist Impfgegnerin. Ja. Was? Querdenker QQ, dachte ich, weißt du. Dafür steht das Q steht für Querdenker. Das Doppel-Q für Quality. Ist das so eine Situation wie Minus, Minus ergibt Plus? Könnt ihr mal den Mund halten? Wir versuchen uns hier zu unterhalten. Ja, Frechheit. Wir haben Spaß. Redest du jetzt gerade dazwischen? Wir reden mit Chat. Ich rede auch mit Chat. Ja, aber Chat. Guck mal, Chat. Wir reden mit Chat und er redet auch mit Chat, aber irgendwie redet ich Chat gerne dazu. Wer ist denn dieser Stream-Elements bei euch im Chat? Ja. Der ist Mod, was? Wo kommt das her? Also, aber vor allem ist der auch Partner, weil der hat einen Haken, der muss wichtig sein. Ja gut, dann seid mal lieber nett zu dem. Ne? Oder? Komm mit, Hakon, wir gehen in die Entertainment Area. Oh, du hast an mir gezogen. Weil du in diese Richtung gehen sollst. Los, let's go. Los, Stream. Kommt, folgt uns in die Entertainment Area. Ja, wir sind auf dem Weg. Wir sind hier. Na gut, ne? Ich kenne die übrigens nicht. Ich kenne die übrigens nicht. Guck mal hier, da findet das Leben noch statt. Ich finde die Kakteen hier übrigens sehr, sehr süß. Man könnte fast meinen, es hätte irgendwas mit der Messe zu tun. Chat, wir brauchen eine Abstimmung. Heißt es Kakteen oder Kaktusse? Kakteen.
Ja, ja, theoretisch. Aber es ist halt das, was benutzt wird, deutscht sich ein. Da ist wenn wir halt lang genug Kaktusse sagen und häufig ich hätte genug Leute sind. Hätte es direkt mit dem Weitwinkel machen sollen. Das sieht so viel besser aus alles. Oh ja. Okay. Oh, das ist ja viel schärfer. Kaktanten, Kaktüten. Kaktüten? Nee. Die Kaktüte. Odin! Nee, da wurde Helga gerufen, nicht Odin. Helga! Wir sind zwar hier in Sachsen, aber dennoch. Da ist ein Klaus. So. Das alles. Und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Das ist der schicker Mantel. Wow, da ist einfach gerade einer im Bademantel rumgelaufen. Wie geil ist das denn? Für mich ist das der Spirit. Ja. Auf LAN-Partys werden doch auch nur illegale Pornos geteilt. Ist das schlimm oder was? Dankeschön erstmal Freak Brother für die 2 Gifte-Zaps und dann nochmal Hackstock für die 100 Bits. Boah, wow, Tageslicht. Widerlich. Boah, guck mal da, Chat, Influencer. Die influenzen da einfach so durch die Gegend. Eins im Chat, wenn ihr jemanden kennt. Guck mal hier. Guck mal, was ich gefunden habe. Hallo. Ich weiß nicht, wo ich hingucken muss. Nimm einfach eine von den Kameras. Die Qualität ist viel besser als Moin, wie sehen eigentlich diese ganzen Windräder auf den Dächern aus? Weil ich gehe ja davon aus, dass der Strom erneuerbar erzeugt wird für diese LAN-Geschichte da. Alles andere würde mich schon sehr schockieren, wo wir doch alle weniger Strom verbrauchen sollen. Die haben alle, die haben so diese Laufbänder, haben die. Wen haben wir denn da alles? Ja, dann also, nee, wirklich. Für den Content, komm. Das ist es. Das ist der Flex. Da ist die Zestien, genau, Berlin Dude. Möchtest du dich vorstellen? Komm mal hier. Am besten go. Komm mal hier. Komm, wir kommen mal hier zusammen. Wir kommen mal zusammen. Ich dachte wirklich, du bist viel größer. Ich dachte, du bist so 2 Meter groß. Das ist das Netteste, was dir jetzt gerade in diesem Einblick... Welche Filter hast du drauf? Oh mein Gott, das Froschmädchen. Ich bin einfach sympathisch. Einfach ja. Grundlegend. Also, Hakon, ich muss schon sagen, zuallererst war ich schon sehr enttäuscht von dir. Ne? Ja, natürlich. Du warst ja auch enttäuscht von mir. Warum? Das letzte Mal, weil ich dich hier angesprochen habe. Ich war enttäuscht von dir, weil du mich zuerst entdeckt hast. Ja. Und wir gesagt haben, dass derjenige, der quasi entdeckt wird, muss dem anderen ein Getränk ausgeben. Ja. Und dann stand ich da 10 Minuten und habe mich gefragt, ist das sehr gut? Ist das, da hast du gesagt, nee, der müsste eigentlich viel größer sein. Ne? Der Mod oder? Nein, da habe ich dich ja noch nicht stehen gesehen, sondern da hast du noch so gesessen. Ich fühle so mich immer wie ein Weirdo in anderen Streams. Dachte ich, aber auch Hakon, Riesenwikinger. Nee, also Zässchen ist so 1,30 ungefähr groß. Ja. Und also eigentlich sind es so 1,25, aber 5 rundet man ja auch. Ne? Zeigst du auch dein Alter noch in Fingern an? Ja, Maya? Kann ich mein Mikro irgendwie muten? Was möchtest du? Das kann ich irgendwie weglaufen oder so, dass ich nicht reinlaufe. Ja, du hast da einen Mute-Knopf dran. Ja. Da steht mein Handy, ist zu heiß. Ah, einmal rauf tippen und dann... Das genau. Ja. Test. Ja. Aber ja, ich bin 3,5. Das gibt 3,5. Ich bin sehr cool. Ich kann auch die ganze Zeit von der Kamera stehen und einfach das nicht tun. Glaub, hallo, Twitch Kips Germany. Oh nein, das ist so... Oh nein. Ja, klar. Oh, es ist unangenehm. Es tut mir leid. Wer ist denn sonst noch so hier? Alles gut. Hallo. Könnt ihr bitte Zässchen folgen? Habe ich Mods da, die bitte mal einen Shoutout machen können? Oh, du bist zauberhaft. Gar kein Thema. Ich würde so gerne deinen Bart anfassen, weil ich das immer... Ich bin so weird, es tut mir leid, ich bin wirklich so, okay? Okay, dann mach, aber ich hab ein bisschen Wachs heute reingemacht. Das ist okay. Ich mag Männer mit Bärten. Das ist gut. Ja. Ich mag Bärte an mir. Das ist sehr gut. Wobei mein Freundeskreis besteht eigentlich auch zum Großteil aus Männern mit Bärten. Ja, ich habe es gesehen auf Instagram, hast du ab und zu mal so, ne? Und dann, ne? Sieht ein bisschen aus wie so eine religiöse Sekte. Ich habe erst an Motorradgame gedacht. Ja, ich habe aber nicht mal einen Motorradführerschein. Hm. Vielleicht sitzt du ja hinten drauf so. Ich aber denke, die Abteilung. Du gehörst einfach nur dazu, du bist so das Maskottchen der Sidekick. Will man das drin haben? Nee. Oh Mann, ich bin so unangenehm, kann das sein? Hör doch auf, dich ständig zu entschuldigen. Hör auf, dich zu entschuldigen. Genau. Keiner ist hier unangenehm. Niemand ist unangenehm. Du auch nicht. Niemand ist hier unangenehm. Chat, schreib mal bitte rein, sie ist angenehm, sie ist super toll. Schreib das mal bitte rein, dass sie sich besser fühlt. Ja? Super angenehme Persönlichkeit, 5 Sterne und gerne wieder. Sie soll sich nicht entschuldigen.
jetzt hört doch mal auf. Jetzt. Und alle haben hier Spaß, jetzt außer ich. Nee, du hast auch deinen Spaß. Ich hab auch keinen Spaß. Keinen Spaß. Keinen Spaß. Wir haben Spaß. Er muss sich mit mir unterhalten. Ach, wenn du filmst uns einfach, wir kriegen es. Genau, wir wollten, dass sich alle vorstellen. Ja. Hallo, ich bin Tessien. Das ist schon wieder unscharf. Das liegt nicht an dir. Das ist mein Gesicht, es tut mir leid. Warte mal, ich teste mal aus, Fokus. Ja, aber der Fokus besettet sich jedes Mal aufs Neue. Also der Fokus ist auf jeden Fall auf Nahdistanz sehr gut, aber... Sehr gut. Man soll die Leute in ihrer selbst... Bitte vor. Bitte nicht. Also jetzt scharf. Ich kann halt nicht hallo. Hallo, ich bin Hakon aus dem Internet. Ist das so schlimm? Aber ihr müsst mir mal beide eure... Wir haben gerade unsere Gesichter gegenseitig ein bisschen zu schlimm gefilmt. Oh Leute, guck mal, der hat das Streaming-Setup. Wer ist wer? Das ist der ARD-Mann, glaube ich. Meinst du, der ist, streamt der oder nein. Filmt der einfach? Nein, der filmt fürs Fernsehen. Ich schätze mal, fürs Fernsehen wird er filmen. Wir nehmen fürs Fernsehen auf. Ich würde auch gern fürs Fernsehen filmen. Hakon hat Poren, ja, ist schlimm, ne? Ich kann dir da eine ganz tolle Sache empfehlen, die kriegst du auch einfach im Baumarkt. Im Baumarkt? Silikon. Oh, warte mal, ich muss mal kurz was testen. Kannst du die Kamera? Ja. Haben wir Frösche im Chat? Ich muss mal kurz was testen. Haben wir Frösche? Weil dann zieht mal bitte Messer. Was passiert gerade? Spachtelmasse. Also wenn Frösche anwesend sind, wissen Sie Bescheid. Zück mal ein Messer. Wo Frösche? Nee, nicht Frosch-Jam. Ja, da ist das erste Messer. Sehr schön. Da wird auch schon getrunken. Was machen die Messerfrösche? Ah, Messer, sehr schön. Die was Frösche? Nee, ich muss das nur zwischendurch mal testen. Das ist, wenn irgendein Transfeind oder so in meinen Chat kommt, dann müssen wir immer Messer zücken. Ah. Ja. Und ich muss das natürlich, das muss ja auch getestet werden. Und das muss so auf Kommando werden. Genau. Sehr gut. Man muss ja auch ein bisschen eine Abwechslung reinbringen in die Tests. Hm. Kann ja nicht jedes Mal in so einem Feuerwehr, Feueralarm. Ist ja langweilig. Muss man manchmal auch das Haus anzünden. Das ist es ja gar nicht. Wo er drin wohnt, der Trans. Ja. Ja. Genau. Einzig richtige Möglichkeit. Ich habe Grippe, also weniger. Okay, wer Grippe hat, bleibt gefälligst zu Hause. Oh, bitte nicht, ey. Ich war so viel krank jetzt die letzten Wochen. Das wäre wirklich so für mich so ein Albtraum gewesen. Vielleicht kann man das Mikrofon, wo hast du was hingepackt? Hier an deinen Bommel. Danke. Ich nehme das mal ein bisschen mehr in die Mitte. Dann können wir nämlich alle jetzt da so reinsprechen. Nice. Wir können hier so Interviews, ja, hier so Interviews machen. Oh nee, das wird unangenehm. Und Sesschen, was machst du so? Was machst du so auf Twitch? Nichts. Ich kann sowas. Also keine Ahnung, ich zocke, ich laber, manchmal zeichne ich. Ich rede sehr viel Scheiße, okay. Ich bin auch sehr unangenehm, okay. Wie man gerade festgestellt hat. Ich bin dazu und bin auch wichtig. Oder da ist Rion. Ja, ist cringe. So. Hallo. Hallo Rion. Rion, wenn du eine Pflanze wärst, ja. Welches Tier dürfte dich essen? Ich bin gefragt worden. Aber du bist nicht Rion. Ja, ich weiß. Ich überlege. Die richtige Antwort ist Mr. Hund. Karotte. Karotte. Ach so, geht es darum, man soll quasi erraten, welches Lebensmittel oder welches Gemüse ich bin anhand des Tieres, das mich isst? Nein, es geht einfach nur darum, dass du möglich was Abstraktes antwortest. Also du musst was Abstraktes antworten. Grottenolm. Danke. Ich habe so ein Talent, ich stehe auch irgendwie so da. Was wart ihr jetzt noch für Gemüse, Pflanzen? Ich weiß nicht. Cessien muss das auch noch beantworten. Ich wäre ein Gänseblümchen und mich würde ein Häschen essen, weil Häschen sind süß. Das ist doch eine Antwort, mit der wir alle leben können, ja. Oder? Ja, und ich wäre ein schöner Hase. Guck mal hier. Weil ich bin so liebevoll und so klein und so niedlich. Sir Efter macht sogar einen Matchclap. Für mich oder ja, für wen? Das weiß ich nicht. Das war eine großartige Antwort, sagt Sir Efter. Ja, das ist die Frage von wem? Von euch beiden bestimmt. Ja. Grottenolm. WTF Grottenolm. Habt ihr was gegen Grottenolm? Kannst du mich bitte wieder dran klipsen? Klar. Das wissen sehr gebildete Menschen. Okay, ich benutze Google. Ich glaube, genau so würde ich das auch handhaben. Dankeschön. Ich habe was gegen dich. Okay, das ist allerdings so, ein Punkt. Und auch nichts Neues. Chat, an mir wird rumgemehrt. Rion hat ja schon einen Boxfight geplant. Das will er nicht so richtig. Gegen wen? Wir zwei gegeneinander. Warum? Mach einfach so. Ja, ist das denn eigentlich für eine random Frage, ob jemand vegan ist? Es gibt die Grottenolm-Kuckuck ist real. Mhm. Jeder hier ist real. Das ist ungewöhnlich, wenn man sieht, die Leute in ihrem realen Umfeld. Ja, mit Licht. Mit Mensch. Wollen wir noch ein bisschen. In Farbe und Bund. Wollen wir noch ein bisschen weitergehen? Okay, Oni ist schon nice. Hakon hat einen nicen Bart. Tabea ist halt ein Grottenolm. Okay, das ist. Was ist ein Grottenolm? Ich streame dich jetzt einfach. Ich bin ein bisschen schockiert. Warum? Aber es ist irgendwie auch süß. Ich finde, jedes Tier ist schön. Der Grottenolm.
Ich habe gerade gehört, was das ist. Weißt du, wie sehr mich das triggert, dass das hier so hängt? So, geht so nicht rein. Besser rein. Okay. Nee. Aber ich habe gerade gegoogelt, was ein Grottenolm ist und habe mir das angeguckt. Was ist ein Grottenolm? Hast du das Ergebnis noch aufmachen? Was ist ein Grottenolm? Einfach schlauer. Also das nicht. Das ist schön. So. Aber ja, es ist gar nicht mal so ein Penis. Komm, Chat, wir gehen einfach ein Stück weiter. Gucken uns das alles hier mal in Ruhe an. Steht auf deiner Schulter Karabiner auch not for klein? Willst du mit uns ziehen? Das ist wahrscheinlich, meinst du Bluetooth-Box oder was? Naja, für den Fall, dass ich spontan hier irgendwo okay. hochklettern muss, weißt du? Ciao. Dann kommen kurz Leute. Wir wollen ja hier niemanden ins Gesicht filmen. Das ist ja in Sachsen eher unangenehm. Ah, da sind sie ja alle. So, los. Kommt ihr mit in die Entertainment Area? Wir gehen jetzt alle in die Entertainment Area. Seid ihr entertained? Sind das... Lass uns mal gucken, was da vorne passiert. Okay, Leute, was meint ihr, was zocken die? Zocken die Counter-Strike, Overwatch oder League? Ich sag League of Legends. League of Legends? Ja. So, sehr gut. Sie spielen League of Legends. Guck mal, Chat. Ungefähr so sieht das... Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ja. Im Endeffekt seid ihr das ja. Guck mal, Chat, in Wirklichkeit seid ihr das. Wenn dieser Stream läuft, sehe ich quasi euch genauso. Hier ist mein Kinderzimmer und hier seid ihr. Und gleich sage ich was Lustiges. Gleich sage ich was total Lustiges und dann rasten alle aus. Was ist denn da gerade? Das da. Ich glaube, es ist League. Würde wahrscheinlich so aussehen. Ja, die Excitement, ne? Jetzt wird sich auch gar nicht mehr so gefreut. Ich glaube, die sind jetzt ein bisschen schüchtern. Yes! Emotionen, da jetzt Johannes Xang nie erleben darf. Wirklich traurig. Danke, Papagast. Live on Stage 1 mit League of Legends höchstwahrscheinlich niemals. Na gut, die Emotionen kochen. Jetzt kommen jetzt aber. Schön, ja. Bisschen wie beim Fußball. Aus dem Weg hier. Aber das sind die Emotionen wie beim Fußball. Ja, schön gehalten das Ding. Ja, klasse. Da muss man. Ach, hi, grüß dich. Ja, da bist du, ne? Da hier. Wollte nicht so reinplatzen. Alles gut, guck. Ich kann das nicht auf dich gerichtet, aber ich muss jetzt. Wie Fußball nur noch langweiliger. Jawohl! Das ist es! Bravo! Ja! Da ist Alpha Kevin. Ja. Guck mal hier, die Telekom. Die brauchen wir doch jetzt eigentlich, die Telekom. Wir brauchen doch jetzt. Nee, ich brauche eigentlich gutes Internet. Ich hab 178 Leute dabei, die alle potenzielle Kunden sind für Highspeed-Internet. Das ist deine Chance. Ja. Das ist dein Pitch. So, ich habe hier jemanden von der Telekom gefunden und er hat gerade eingewilligt, dass die mit diesem Wohnmobil, was dieses hier, da ist mobiles WLAN drin und es wurde gerade eingewilligt, dass die mit diesem Wohnmobil die gesamte Messe jetzt hinter mir herfahren werden. Oh, ja. Das können wir machen. Damit wir hier im besten Netz aller Zeiten sind, oder? Hab ich schon mal gesagt. Wir können das noch schöner machen. Falls du Powerbank hast, du schon. Powerbank? Und dann die Glasfaserausbau endlich auch bis zum Haus zu Ende geführt wird bei mir. Leider endet das Kabel zu weit vom Eingang. Ach so, wie ertragt ihr die Lautstärke den ganzen Tag? Das macht dann 100 Euro für die Werbung. Danke. Ich muss zugeben, ich habe auch ganz große Probleme zuzuhören. Ja. Ja. Also ich hätte einen Vorschlag. Ja. Weil, ich meine, wir dürfen ja wahrscheinlich den Motor nicht anmachen, wenn hier Leute sind. Ja. Deswegen, wir machen das einfach wie bei den Ägyptern damals. Wir nehmen einfach so ein Seil und die Leute, die jetzt hier stehen, ne, die sind ja bestimmt, die haben bestimmt was in den Beinen. Oh. Und die ziehen dann einfach. Hallo. Chat, guck mal, die nette Telekom hat uns gerade hier eine Powerbank geschenkt. Mit einer formschönen Verpackung sogar drumherum. Ich mag das ja sehr minimalistisch. Dankeschön. Sehr liebenswert, dankeschön. Ich persönlich brauche keinen. Ich bin heiß genug, muss nichts. Okay, Amaya auch nicht. Cool.
Danke sehr. Dann gehen wir mal weiter, wo es ein bisschen leiser ist. Okay. Ciao. Heilige Scheiße, das ist ein Computer, Leute. Ist das ein Gott? Was ist denn das für einer? Das ist wirklich ein Computer. Junge. Okay, das ist... Das ist schon was, ne? Ja. Da ist der Tabea! Wir haben sie wieder gefunden. Ey, wir haben gerade bei der Telekom Powerbanks geschnorrt. Oh, ich will auch einen. Oh mein Gott. Da muss da drüben zur Telekom. Gibt's da hinten Flüschis? Wollen wir mal gucken, wo diese wirklich laute Musik herkommt? Ja. Jo! Oh, da ist ja Ehrensachen, Fabi! Hallo! Hallo! Ah, Hallihallo! Ah, guck mal da! Ja, Kluber Klaus ist auch da! Yay! Hallo! Yeah. Hier, halt das mal kurz. Okay. So, jetzt machst du. Ist jetzt dein Stream? Ja, ich musste gerade schon bei Hasi übernehmen. Nee, nee. Achso. Hier, das ist dein Mikrofon. Hi, Chat. Hey, was geht? Guten Tag, guten Tag. Junge, muss man jetzt ja gleich umsonst arbeiten, oder? Ja, was? Unnormal. Eskalationsrabbit again. Hallo. Hi. Hallo. Hi, na. Moin, Berlin Dude. Das ist ja Fabi, jetzt sind wir ja gleich bei 8000 Zuschauern auf dem Kanal. Hm? Ich glaube, Fabi muss auch mal meine Kamera halten, damit ich berühmt werde. Okay. Gut. Wir können auch zu Tanzi rübergehen und Lola. Ja, genau, dann machen wir das. Ich habe meinen Kuchen nicht gegessen, zu denen gehe ich nicht. Okay, meine. Magst du mich gerade wieder anstecken, bitte? Ja, wo warst du dran? An ja, der am Bemsel. Okay. Ui, ein Münchner. Wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Ja. So viel Prominenz auf der Kaktus. Ja, und ich bin auch dabei. Okay. Abonniert ihr auch so. Die Fans und ihr Instagram. Alright, ja, ich wollte mich hier eigentlich noch ein bisschen umgucken. Eigentlich. Eigentlich. Geil. Ja, wie lange bist du schon hier? Eine Stunde ungefähr. Okay. Und Stream ist jetzt seit dreiviertel Stunde. Das heißt, direkt rein ins Business gestolpert sozusagen. Verstehe. Und noch ein bisschen am Rumgucken, was hier so geht. Und ich finde es gerade hier ein bisschen super stressig, weil dieses League-Spiel da super laut ist und man jeden anbrüllen muss. Ich finde es okay. Ich finde es okay. Er kommt du bist okay. Er verfolgt mich. Ach ja? Ach ja. Komm mal, her, komm mal du mal her. Wir können das nicht zulassen, dass solche Witze auf dieser Welt existieren. Wollen wir irgendwo hingehen, wo man nicht brüllen muss? Wir wollen irgendwo hingehen, wo Uni keine schlechten Witze mehr machen kann. Da sind wir irgendwo sicher. Ich muss einmal ganz irgendwo. Ich kann überall schlechte Witze machen. Guck mal, da ist ein Frosch. Ich werde an. Check ich hole mir was zu essen. Chat, ich bringe euch eine Pommes mit. Ja. Bis gleich. Du kannst mich ja finden über den Stream. Mach die Kamera weg. Nein. Hast du mir gerade ins Gesicht gefilmt? Oh, du hast aber reine Haut. Ja. Waren deine Eltern Wikinger? Für 500 Euro? Sind 500 Euro viel? 500 Subs waren es. 500 ja. Subs ist die Originalgeschichte. Es funktioniert. Guck mal hier, es wäre der echte Kluber Klaus. Und was ist so der Eindruck von der Messe bis jetzt? Sehr laut und sehr dunkel. Ja, sehr laut und sehr dunkel auf jeden Fall. Belasto, nee, das ist Klaus. Hast du schon ein paar Autogramme geben müssen? Ein paar Selfies geschossen? Noch gar nicht. Ich tatsächlich schon, ja. Mich kennt ja keiner. Aber guck mal, Chat. Ja, guck mal, wir wollten unsere Ruhe halten. Wir werden hier von den Paparazzi. Oh, nicht so gierig. Oh, nom, 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 nom. Ich wollte eben gerade Business Launch rein. Und da darf ich irgendwie nicht rein, weil das ist nochmal besonderes Business. Ja, ja. Da habe ich mich gefühlt wie damals am Gartenzaun, als ich meinen Nachbarn zugeguckt habe, als die in ihrer Sandform gespielt haben. In der schönen Sandmuschel, ja. Aber ich darf da glaube ich auch nicht rein. Das heißt, wir werden hier als arme Leute von der Messe nach Hause gehen. Übernimm mal. Das ist jetzt aber auch wirklich dein Stream. Du kannst. Ja. Klaus übernimmt das jetzt. So, muss ich das hier irgendwie halten oder so? So, Freunde, hört man mich? Junge, dass man hier immer so Arbeit irgendwie aufgedrückt bekommt. Ich glaube, das ist so, wie wenn du Steuerberater oder Anwalt bist, dann wollen alle deine Freunde immer privat noch so Ratschläge für dich, obwohl du das halt beruflich machst, ne? Ja. Ich meine, Ehrensache und ich, wir sind einfach komplett wesentlich reichweitenstärkere Streamende als Hakon. Und er gibt uns jetzt hier seinen Stream, damit er ein bisschen geiern kann. Von unserer Ausstrahlungskraft und dem Star-Appeal, den wir nun mal haben. Ja? Den du hast. Also sagen wir es, wie es ist. Komm, sind wir ehrlich an der Stelle. Du bist schon derjenige, der hier die ein oder andere Autogrammkarte ausfüllen musste. Wie bitte? Ja? Ich meine, du hast dir extra eine Mütze aufgezogen und bist ja mit Kapuze rumgelaufen, das damit dich niemand erkennt. Ja. Aber ich habe dich trotzdem erkannt.
Ja, weil ich auch so auf dich zugelaufen bin. Aber jetzt ist ja das, jetzt ist ja das, so geht mir das aber öfter, ne? So laufen ja viele Leute einfach so. Dann sagen sie, ach schade, ich dachte, du bist Paul. Naja, anlag dir auf jeden Fall. Jetzt ist ja das Streaming-Handy ausgegangen. Ich hoffe, das überträgt dir aber noch. Mein Fingerprint ist ja erstaunlicherweise nicht eingespeichert. Komisch. Funktioniert nicht. Also, wäre witzig, wenn es funktionieren würde. Na, ich krieg das tatsächlich nicht entsperrt mit meinen Fingern. Naja, aber Harkon hat ja Besseres zu tun. Der besorgt sich gleich da irgendwelche Bändchen. Hast du da schon so ein Bändchen geholt? Ja, ganz am Anfang musste man ja, ne? Nee, da ist noch für so eine XMG-Party später noch. Ach so, will man da hin? Also besser haben als brauchen, sag ich mal, ne? Hast du dir so ein Bändchen geholt? Ja, sonst gesagt, wenn du keins hast, dann kann ich meins auch wieder abschneiden. Was? Also, sind wir ehrlich an der Stelle, ne? Ja. So. Du hast ja auf jeden Fall ein Bändchen geholt, sehr gut. Hier, dein Handy ist ausgegangen und ich konnte es nicht entsperren. Ach so, ja, der Chat ist auch da oben. Ja, bitteschön. Ja, was heißt bitteschön? Ich wollte jetzt ja auch schon wieder den Stream abgeben. Was ist das überhaupt für einen Bombenrucksack? Der ist ja schwer. Da ist die Verantwortung drin. Ja, okay, die wiegt schwer tatsächlich. Die wiegt schwer. Auf meinen Schultern. So, eins in den Chat auf jeden Fall. Wer findet, dass die letzten 5 Minuten im Stream auf jeden Fall die mit Abstand besten dieses IRL-Streams gewesen sind? Weil Klaus einfach den Stream auch eins in den Chat, wenn ihr nicht der Meinung seid. Auch eins in den Chat, wenn ihr komplett gegenteiliger Meinung seid. Das stimmt. Sehr gut. Da haben wir ein eindeutiges Stimmungsbild. Ja, los. Außerdem bist du hübsch. Cholerisches Ding, das ist ein Bann auf jeden Fall. Sehr gut. Wer ist der Bärtige, der sich ins Bild drängt? Das ist auf jeden Fall eine gute... Ich habe jetzt 5 Sticker. Gute Bemerkung gewesen. Harkon, ich habe keine Lust mehr. Ich will nicht mehr streamen. Gut, dann nehme halt ihren Stream. Dann nehme ich halt ihren Stream. Ich wollte hier einmal in Ruhe mich mit Fabi unterhalten. Und dann wir haben schon so oft auf Messen gesehen und wir haben es noch nie geschafft, uns zu unterhalten. Keine Minute hat man seine Ruhe. Eine halbe. So, hier, bitteschön. Oh Mann, ja, alles muss man hier selber arbeiten. Toilette ist los, ja. Wir gehen auf Toilette. Mein Chat weint, hast du dir den Weh getan? Ja, die Heulsusen. Das hört sich ziemlich nach Gewalt an. Was Dankeschön. Ich finde das nicht okay. Seid bitte ehrlich, wenn ihr euch was getan habt, dann müsst ihr das sagen. Und wenn er das gemacht hat, dann werde ich das heimzahlen. Was du nicht... Hallo Chat von Harkon. Das ist schön, dass so viele Leute bei dir da sind und alle so nett. Warum sind dann alle so wütend auf einmal? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Wahrscheinlich auch sind die sauer auf Klaus oder so. Er hat uns geschüttelt. Hallo. Was machst du denn? Erst verletzt du meinen Chat und dann schüttelst du deinen Chat. Weißt du, das Genick von Chat ist noch nicht voll entwickelt. Wenn du den Kopf nicht stützt, dann bricht das ab. Als nächstes drückt er noch auf die Fontanelle von Chat. Ich drehe mich 2 Minuten um und ihr seid wie... Ich hab mich gesehen. Waren wir nicht die ganze Zeit hier? Wir sind doch super gut zu finden. Ihr wart da hinten. Wir wollten das. Wir haben es auch verdient. Oh mein Gott, ich komme jetzt erst auf die Idee. Ich hätte einfach den Stream. Ja. Das wäre eigentlich so einfach gewesen. Ich würde gerne echt woanders hin, wo es nicht so brutal ist. Zum Glück ist es so ruhig im Hintergrund. Da versteht man alles jetzt. Ja, ist wirklich so, ne? Guck mal hier, das ist eine Rennstrecke, glaube ich. Guck mal, das ist eine echte Rennstrecke. Wenn ihr glaubt, es gibt keine Formel-1-Kultur in Leipzig, dann täuscht ihr euch aber. Wird direkt eine Panikattacke bekommen. Naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Guck mal, da sind sie ja schon wieder. Da laufen sie einfach vorbei. Fahren da RC-Autos rum? Ich weiß es nicht. Wir können ja mal rausfinden, was das ist. Guck mal, hier ist so eine kleine Fressecke. Boah, Traktor, der ist schon ein bisschen größer. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er echt wäre. Er hat sogar ein echtes Nummernschild dran. Boah, da ist ja Kasper. Da ist er. Da ist er. Nein, Entschuldigung, vor dem Königbetten. Grüß dich. Grüß dich. Lass mich einfach machen, ja. Will dich nicht stören, deshalb. Alles gut. Noch gibt's keine Schlägereien, nee. Ist ein bisschen enttäuschend. Aber was meint ihr? Ich meine, Lambo fahren kann ja jeder. Aber warum können wir nicht einfach mal... Warum kann sowas nicht der neue Influencer-Standard werden?
Leck mal am Reifen. Nein. Rein da. Das Ding ist höher als ich. Guck mal. Das ist jetzt ungefähr meine Augenhöhe. Und ungefähr so, wie ihr das seht, stehe ich jetzt davor. Und der Traktor ist quasi da oben. Auch im Lambo wird geweint. Darf man damit in die Innenstadt? Wer will dich damit aufhalten, ist die Frage. Also mit dem Ding, da fährst du ja über jede Sperre einfach drüber. Hüpf hoch, das schaffst du. Wie kommt man denn da überhaupt so? Ah. Man könnte meinen, ihr seid nicht die Ersten, die auf die Idee kommen, da hochzusteigen. Spielverderber. Komm, wir klauen irgendwie eine Ausgabe vom Landwirtschaftssimulator. Ich habe gehört, das kommt immer gut an. Scheiß Diktatur, ne? Was ist denn das da? Ist das Lasertag? Ich weiß es nicht. Oh, alles gut. Du lebst noch? Ja. Papi, darf ich Lasertag? Na klar. Na, sieh hier, Maya. Boah, geil. Da kann man sich ja wirklich gegenseitig... Was ihr nicht seht, ist, dass die Kinder mit echten Lasern aufeinander schießen. Ja, die Kinder sind eigentlich schon tot. Was ihr hier seht, sind wandelnde Leichen. Do it! Amaya ganz aufgeregt, schon so ein bisschen. Also, das sind die fünf, die gestern auf eine Fehlermeldung liefen. Oh ja, ist gut, ne? Wobei Lasertag eigentlich, das tut gar nicht weh. Ja, noch nicht. Das ist ja ein bisschen langweilig. Also. So, ich will die Kinder jetzt nicht unbedingt filmen, um ehrlich zu sein. Ist ja nur spannend, wenn Leute rein. Ich will mit dem Traktor fahren. Ja, ich auch. Ich will da raufklettern. Vielleicht sollen wir den einfach mal kapern? Nee, der ist mit Absicht schon verhaftet worden. Also, es gibt auf der linken Seite... Ah, da ist Rion. Hallo, Rion! Ich denke mal, so mit so drei, vier... Könnt ihr jetzt was ganz Gemeines sagen? Habt ihr schon mal einen Traktor als Stripstange benutzt? Stimmt. Komm. Jetzt, los, kämpf! Ich doch nicht. Sieht aber so aus, als wenn du das schon mal gemacht hast. Vielleicht habe ich das schon gemacht. Es ist ja auch ihr Wagen, ja? Das Heimat überlasst ihr ihren Motten. Ja, nicht mal die müssen das oft machen. Ihr seid so nett, Leute. Vielleicht können wir das wie in so einem Film... Verstehe kein Wort. Wie in so einem Film einfach die Kabel und dann kurz schließen wir die. Ja. Und dann kriegen wir den vielleicht gestartet. Warum glaubst du, ist das da hinten und nicht in der Fahrerkabine? Also normalerweise in so Filmen ist sowas immer quasi bei der Zündung. Ja, das. Ja. Das ist schon ein bisschen schlauer. Das ist schon ein bisschen schlauer, ne? Hab ich mich dran gedacht. Ja. Aber weißt du was? Ich glaube, ich mache jetzt erstmal eine Streaming-Pause. Traktorkalender. Mir tut nämlich der Arm schon die ganze Zeit Leute, weh. Bevor wir Feierabend machen hier. Leute, wir brauchen einen Hakon-Feuerwehrmann-Kalender. Jeden Monat anderes Outfit aus einem anderen Land. Ja, es ist Entertainment. Und dann einmal eins im Chat. Ja, also ich sag, er hat halt nur den Helm und den Bart an. Keine einzelne im Chat. Wenn er nackt, richtig, genau. Oh, es ist der Stream. Oh, ja, es hat gewonnen. Oh! Wir sind ja nicht mal linksradikal! Das ist einfach nur normal! Dann hassen Nazis! Dann hassen Nazis! Das ist es. Davor! Das ist ja nicht mal links, was ich sag! Ich hasse das! Oh, guck mal, jetzt machen die auch Lasergeräusche. Geil! Davor ist, Dankeschön für die 10. Oh, mit Geräuschen ist viel cooler. Dankeschön für die 10 Gifted Subs. So, ich gönne mir jetzt aber doch tatsächlich mal eine Pause. Das ist nämlich relativ anstrengend, mit die ganze Zeit das so zu halten. Von daher, wir kommen vielleicht später nochmal online, das weiß man nicht. Schön, dass ihr dabei wart. Danke an meine Co-Hostess sozusagen.
Und dann sehen wir uns bald, ihr Lieben.